Wir müssen weiter. Wir müssen von hier verschwinden. Ich sehe mein rechtes Bein nicht mehr. Das ist, dürfte das kaputte sein. So, Achso, ich wollte gerade gucken, was hier noch für eine Treppe ist, aber da ist ja gar keine Treppe. Wir müssen da oben hin. Und von der Zeit her müssten wir uns jetzt nach den Ereignissen von Outlast befinden. 12 Stunden sind vergangen. Ich weiß, wo wir sind. Und das gefällt mir nicht. Noch eine Batterie. Sind wir jetzt nicht wieder genau da, wo dieser Typ rumscheißert? Hier beim Aufzugsschacht? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Na toll. Wo sind wir? Da unten. Na gut. Finde den Schlüssel zur Männerstation. Das Blöde ist, wir können nicht mehr wirklich weglaufen. Damit ist unsere mächtigste Waffe einfach mal so für den Arsch. Andererseits, zumindest Traeger und Walker dürften kein Problem mehr für uns sein. Die müssten nämlich inzwischen beide tot sein. Alter, oh Gott. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Kein Kaffee vielleicht? Ich befürchte, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, oder? Hier gingen verdächtig viele Batterien. Aber es ist ja auch scheiße dunkel hier. Da ist ein Lüftungsschacht. Es geht ja auch sonst nicht weiter hier. Also, hinein. Hallo? Ich wollte nicht stören. Küss die Hand, Madame. Oh Gott. Nee, ne? Alter! Der hat da nichts zu sagen? Jetzt. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er erschafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen. Die Murkoff Corporation vernichten, ihnen Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst. Pisse und kupfernes Blut. Fleisch, das zu Aas wird. Ich will da nicht runter, verdammt. Oh Mann, ich hatte gehofft, die hätten ihn hinter uns gelassen. Aber er ist immer noch... Er ist immer noch da. Alter, bloß nicht nach oben gucken. Ach, eine Turnhalle ist das hier. Ah. Nicht nach oben gucken. Nicht nach oben gucken. Oh.
Er ist noch da. Hier können wir durch, da links können wir lang. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Oh oh. Oh oh. Das war so klar. Hier muss ich lang. Jetzt schieb doch das Scheiß da! Lauf? Ich sehe wieder nichts! Aua! Und da sind wir tot! Wo muss ich denn hin? Alter! Warum kann der Kerl nicht einfach nein? Ich bin nicht wie die anderen. Ach, da ist er ja. Oh Gott. Ach, das ist eine Sackgasse hier. Hier geht's gar nicht raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wieder bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verstecken. Zu warten, bis er weg ist. Das Problem ist nur, ich sehe ihn nicht. Ich habe nur gehört, er hat gerade Hürk gemacht. Also vermute ich mal, da ist er über den Tisch gesprungen. Vermute mal, wir müssen auch über den Tisch. Er kommt. Da ist er über den Tisch gesprungen. Weiß er, dass wir hier sind? Oh Gott. Jetzt wird er uns gleich entdecken. Oder auch nicht. Okay, da ist er über das Ding rüber. Jetzt gehe ich mal hinterher. Wenn ich denn wüsste, wo wir lang müssen. Da kommt er. Und mal hoffen, dass er nicht bis hier nach hinten kommt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich vermute einfach mal an ihm vorbei, da hinten den Gang lang, wo er mal hin und her läuft. Geht er wieder weg? Er geht wieder weg. Aber in die falsche Richtung, ne?
Genau dahin, wo wir lang müssen. Ich vermute mal, wir müssen hier hinten lang. Ah ne, da ist der Raum. Okay. Wo ist denn der Ausweg? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Er durchsucht irgendwelche Schränke da. Er kommt. Er geht weg. Hi. Bye. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, er ist direkt hinter uns. Bye, bye. I'm trying to be patient, darling. Kann ich hier hinten weiter? Auch nicht. Aber hier ist eine Batterie. Bye, bye. Wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, ne? Das ist natürlich doof. Kann es ja eigentlich nur sein, dass da hinten ein Weg ist. Oder natürlich hier durch die Bücherei durch. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier ist aber kein Weg. Er hat gerade Hürp gemacht. Müssen wir doch hier lang. Irgendwo hier hinten durch einen anderen Weg durch jetzt. Letztendlich brauchen wir ja einen Schlüssel, ne? Scheiße, wir brauchen einen Schlüssel. Warum wird mir das jetzt erst klar? Ist der Schlüssel vielleicht in der Kapelle? Ja, natürlich blöd jetzt, ne? Hallo. Du siehst mich nicht, du kranker Irrer. Der hat aber auch eine ordentliche Sammlung. Einfach hinterher. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er uns jetzt erwischt. Und ich wieder in der Kapelle anfange, wo wir ja jetzt sowieso hinwollen. Warum kommst denn du wieder? Was soll denn das? Na gut, dann können wir wenigstens nochmal in die Kapelle rennen. Und gucken, ob da irgendwas war. Natürlich war da was. Da ist der Schlüssel. Au. Okay, manchmal bin ich auch einfach nur blöd. Das könnte auch schneller gehen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Ja, ja. You crazy bitch!
Aber wenn er jetzt da hinten lang geht, vielleicht können wir uns hier direkt durchschleichen. Weiß er, dass ich hier bin? Ja. Er weiß es. Weiß er, wo wir sind? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Why would you do this to me? Er weiß, wo wir sind. Du, wie soll ich denn jetzt noch entkommen, bitte? Da hätte er uns genauso gut gleich töten können. Ist doch sowieso vorbei. Ja, ja. Diese lange Sterbesequenz, die nervt. Wo können wir uns am besten vor ihm verstecken? Ich muss ihm ja nur so weit entkommen, dass ich wieder in diese scheiß Sporthalle komme. Ich bin ganz still, damit er mich diesmal vielleicht mal nicht bemerkt. Okay. Er ist rüber. Wenn wir Glück haben, geht er jetzt bis ans Ende des Ganges. Genau, da geht er rein. Wir verstecken uns jetzt hier hinten. Ich mach mal das Licht aus. Jetzt warten wir, bis er wieder... Jetzt ist er wieder drüber. Jetzt warten wir, bis er wieder zurückgeht. Und dann gehen wir in die Bibliothek. Die ist ja hier links gleich neben. Dann... um auf Nummer sicher zu gehen, damit er uns jetzt nicht noch in den Rücken fällt. Ich will nämlich diesen Scheiß endlich fertig kriegen. Spring wieder rüber. Okay. Hauptsache, er bemerkt uns nicht. Aber er hat uns bemerkt. Bitte, 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 bitte. Einfach das Rohr erreichen da jetzt. Das reicht mir schon. Spring rein! Spring! Rein, rein! Rein! Sind wir ihm denn jetzt entkommen? Oder wird er hier jetzt auch noch auftauchen? Zumindest hat er schon mal gespeichert, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Hier hinten, ne? Nee. Schiete, Achso, hier rüber, natürlich. Ah, ich bin... Da bin ich echt doof. Ich will einfach nur noch, dass dieser Albtraum hier vorbei ist. Ach, hier sind wir. So, wo war jetzt die Tür, die wir aufschließen mussten? Hier. Exit. Exit klingt gut. Auch du schon wieder. Aua. One more. I try. And I try. Oh. Oh. You all betrayed me. You can hang.
Nein. Lass mich! Oh Gott. Geht der Mistkerl jetzt endlich auf, bitte! Oder gehen wir jetzt drauf? Hold still! God damn it, what are you? Oh, damn it, darling! No, you need to behave! Komm schon! We could have been beautiful. Halt's Maul, du krankes Schwein! Boah, es ist vorbei. Wir haben ihn. Und jetzt einfach nur noch, gibt's da vielleicht noch ein Ja? Gib noch eine Notiz. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Aber ich darf lachen, ja? Oder zumindest... Oh. Geschafft. Wo geht's denn dahin? Ach so, in die Küche. Da hinten müssen wir lang. Wir haben es geschafft. Glaskin ist tot. Glaskin hieß er, ne? Eddie Glaskin. Was erwartet uns jetzt noch?